und manche sagen sogar, die Fassfabrik, das ist ein Naherholungsort, habe ich schon gehört. Ja, hier kann man Büchervorlesungen, wir machen hier Vorträge, Seminare, Rhetorikkurse, wir bilden uns hier und wir schaffen hier wirklich einen Raum für Patrioten, ja, der uns niemand nehmen kann. Und heute kann ich Sie damit erfreuen, dass wir heute hier wirklich einen Hochkaräter der Rhetorik hier zu uns holen konnten, den Herrn Martin Renner aus dem Deutschen Bundestag. Ich sage erstmal Grüß Gott, meine Damen und Herren. Grüß Gott sagt man hier auch, oder? Ja, Gute. Grüß Gott, überall wo ich ihn, ich bin ja Schwabe. Und bin jetzt seit 30 Jahren schon in der nordrhein-westfälischen Diaspora. Und wenn ich dann auch einen Vortrag halte oder noch ein bisschen weiter nördlich, dann sage ich auch immer Grüß Gott. Da sind die immer überrascht. Da gibt es auch mal den einen oder anderen, der sagt, ja, ich sage es ihm, wenn ich ihn sehe. Warum sage ich Grüß Gott? Dann habe ich meinen Migrationshintergrund schon dargestellt. Ich komme nämlich aus dem Süden von Deutschland und da sagt man Grüß Gott. Außerdem ist Grüß Gott eine sehr schöne Floskel. Ich will das mal, vielleicht denkt ihr, der hat die einen an der Waffel. Grüß Gott sagt man zu einem anderen Menschen, weil der andere Mensch auch die Gottesebenbildlichkeit darstellt. Der hat also den Wert, nicht, der sieht nicht aus wie Gott, aber er hat den Wert und die individuelle Freiheit, die Gott auch hat. Ist das nicht eine tolle Symbolik? Und ja, freut mich, dass ihr das seht. Ich bin auch total überrascht, ihr habt so eine aufgeschlossene Mimik. Das gefällt mir. Und das inspiriert mich auch immer zu dem, dann bei den Vorträgen. Die Frage ist jetzt, wie lange wollt ihr den Vortrag hören? Halbe Stunde, Stunde, anderthalb, zwei, drei Stunden. Wisst ihr, was mein Rekord ist? 4 Stunden. Da war ich auf der Schwäbischen Alb eingeladen und diese 4 Stunden habe ich alle auf Schwäbisch gehalten. Natürlich jede Stunde eine Pause gemacht, weil ich bin ja ein relativ sparsamer Raucher. Ich muss immer rauchen. Alternative für Deutschland. Der Justin hat es ja schon mal dargestellt. Wissen Sie, die Alternative für Deutschland, wir kommen gleich natürlich drauf, warum das so wichtig ist, dass es vor 8 Jahren, 9 Jahren, 2013 eine Alternative für Deutschland geben musste. Aber es hätte die nicht gegeben, wenn es mich nicht geben würde. Wirklich nicht. Wir hatten eine Vororganisation, das war die Wahlalternative 2013. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das war so eine Organisation, eine Internetbewegung, die die Rettungsschirmpolitik der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank verführt hat, Griechenland-Rettung etc. etc. Und das war so die Internetbewegung. Und der Lucke, Professor Lucke, wahrscheinlich kennt ihr alle noch so ein bisschen den Namen, der kommt aus dem gleichen Dorf, nein, nicht Dorf, 28.000 Einwohner, aus der gleichen Stadt wie ich, Hahn. Meine Mitarbeiterin, die 25 Jahre in meinem Unternehmen mitgearbeitet hat, hat mit dem Abitur gemacht und konnte ihn seither nicht leiden. Aber die hat uns zusammengebracht und dann hat er mir gesagt, Mensch, Herr Renner, machen Sie doch den Landesbeauftragten für die Wahlalternative 2013. Sag ich, ja, das trifft sich gut. Ich habe gerade vor 2 Monaten meiner Frau gesagt, Mensch, unser Unternehmen gibt es jetzt 30 Jahre und wir haben immer beide mit unseren Mitarbeitern immer 15, 16 Stunden gearbeitet in diesem Unternehmen. Wir haben Marketingkonzeptionen und Kommunikationsstrategien für große Konzerne entwickelt. Also wir waren weltweit und haben diese Marketingkonzeptionen und Kommunikationskonzeptionen präsentiert und dann auch durchgeführt. Wir haben genügend gearbeitet, wir erfrieren und wir verhungern nicht mehr. Lass uns aufhören. Dann kam Lucke mit der Wahlalternative 2013. Seither arbeite ich 18 oder 16 Stunden pro Tag. Allerdings nicht so viel meine Frau an meiner Seite.
wie früher 30 Jahre bei mir mitgearbeitet. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es dann auch ein bisschen schwierig. Das ist auch schwierig im politischen Raum mit den Frauen oder seinen Partnern, weil man hat keine Zeit. Und da, wenn man ein bisschen Zeit hat, dann ist man wahnsinnig angegast in dem Milieu, in dem wir uns wirklich bewegen. Es ist ein Wahnsinn, wirklich. So, und dann sind wir in Hannover gewesen, da war gerade die Niedersachsenwahl. Lucke war auf der Liste von den Freien Wählern und da waren wir 80 Leute. Und dann habe ich, war einer der Hauptprotagonisten, die das gefordert haben, hat man gemerkt, Niedersachsenwahl, das wird nichts mit den Freien Wählern zusammen. Wir hatten auch nur 1,2%. Ich sage, wir müssen eine neue Partei gründen. Und habe das dann auch wirklich mit Vehemenz vorgetragen. Und von den 80 Leuten, die da waren, waren dann 77 Leute auch dafür, dass wir eine neue Partei gründen. Lucke war dagegen, Gauland war auch dagegen. Wollte das nicht. Und einer war noch dagegen. So. Wir hatten dann aber den Auftrag in Oberursel, die Gründung der Alternative für Deutschland, also der damaligen neu vorgestellten Partei, zu machen, zu realisieren. Und ich hatte den Auftrag, den Namen zu machen. Alternative für Deutschland. Das war genau die Zeit, und ein bisschen hat es was damit zu tun, als die Frau Merkel ihre Europolitik vehement damit verteidigt hat, dass sie immer gesagt hat, meine Politik ist alternativlos. Herrschaft zeigen. Das gibt es nicht. Es gibt keine alternativlose Politik. Es gibt immer Alternativen. Das ist das Prinzip der Synthese, der Dialektik. These, Antithese und dann Synthese. Alternativlos ist ein zutiefst monarchistisches, absolutistisches Wort. Nämlich ein Graf Rochow im alten Preußentum hat irgendwann mal gesagt, es ist dem Untertan untersagt, seine beschränkte Einsichtsfähigkeit an die Entscheidungen der Obrigkeit anzulegen. Das ist alternativlos. Also, die Frau Merkel ist im Grunde eine Absolutistin, nur eben keine monarchistische Absolutistin, sondern eine marxistisch-leninistische. Ja, genau. Absolutistin. Und das merkst du durchgehend in allen politischen Bereichen, in allen politischen Entscheidungen. Die hat das total verinnerlicht, diesen Marxismus-Leninismus. Und wenn ich sozusagen im Ausschuss Kultur und Medien, ich bin auch medienpolitischer Sprecher unserer Fraktion, bin dann immer mal wieder das hohe Lied von Kaiserin Angela gesungen wird, dann halte ich natürlich dagegen. Ich nenne die nur noch marxistisch-leninistische, omnipräsente Führerin. Deshalb hassen die mich. Die hassen mich wie die Pest. Aber das macht nichts. Man muss Sarkasmus dagegen setzen. Sarkasmus ist die Methode, Idioten zu veräppeln, ohne dass sie es merken. Und das gilt zum Beispiel im Bundestag bei einer Rede, wenn die dann so reinkreischen, diese grüne Strickwieseln. Ja, ich finde, das ist ziemlich respektierlich gesagt. Man könnte viel schlimmere Ausdrücke verwenden. Wenn die dann so reinkreischen, dann habe ich einmal eine Rede unterbrochen im Bundestag und habe gesagt, ich unterbreche mal kurz, ich möchte ein Zitat von McLuhan, einem Kommunikationswissenschaftler, Ihnen gerade mal verdeutlichen, ihr, die ihr so schreibt. McLuhan hat mal völlig zu Recht gesagt, Empörung ist die Methode von Idioten, sich Würde zu verleihen. Dann haben sie nochmal geschrien, aber dann war Schluss. Dann haben wir keine einzige Methode mehr gesagt. Ja, genau. Der eine oder der andere schon. Also, dann sind wir zusammengekommen in Oberursel. Wir hatten den Namen kreiert, Alternativ für Deutschland und das Logo. Und dann hatten wir schon damals bei der Gründung fürchterliche Debatten, eine Diskussion,
ob wir überhaupt Alternative für Deutschland uns nennen dürfen, weil für Deutschland, das positioniert doch viel zu stark im politischen Raum, haben die dann, also wir waren ja 16, 17 Gründer, wir sind ja in Frankreich, wenn da einer Tour de France sagen würde, oder in Spanien für Spanien, oder in Italien für Italien, gäbe es gar kein Thema. Nur bei uns gibt es ein Thema. Und das ist ein Momentum, was man analysieren muss. Warum ist ein solcher Name, Alternative für Deutschland, ein solches Skandalon? Das muss man diskutieren. Ich glaube, im Verlauf unserer Diskussion heute, wir können ja auch mal zwischendurch ein paar Fragen stellen, wird das ein bisschen verdeutlicht, weil das ist mein Lieblingsthema. Wissen Sie, diese Metapolitik innerhalb des politischen Raums, sagen wir mal, detailpolitische Dinge, Wirtschaftspolitik, ja, ist interessant, Energiepolitik, Umweltpolitik, Bildungspolitik, alles interessant. Aber die Metaebene des Politischen, das, was mit Kultur, mit unserer abendländischen, christlich-jüdischen Kultur plus Aufklärung zu tun hat, das wird gerade momentan massiv in allen einzelnen Fasern unserer Struktur zerstört. Und deshalb bin ich auch in den Kulturausschuss gegangen, weil ich die irrige Meinung hatte, das politische System, auch die Politiker, die in Berlin sind, auch von den anderen Parteien, die erkennen die Notwendigkeit dieses Kulturausschusses sozusagen als die Hefe im Teig der Demokratie. Manch einer denkt immer Kultur und die Strickdiesel von den Grünen, die auch in diesem Ausschuss sind, die denken das auch. Es geht um ein paar Bilderchen, die da hängen oder um ein bisschen Musik. Mittlerweile nicht mehr Bach oder Haydn, mittlerweile dann feines an Fischfilet und solche Dinge, wenn sie über Musik reden. Nein, Kultur ist die Hefe im Teig des Politischen und nicht die Dekoration und die Sahne. Dekoration auf der Torte. Schwierig, den Leuten das zu vermitteln, aber wir kommen im Laufe des heutigen Abends dann noch ein bisschen drauf, weil das muss unser Ansatz sein, denn das, was zerstört wird, wird durch verschiedene Gruppierungen zerstört, durch interessensgeleitete Gruppierungen. Und alle diese Gruppierungen bekommen das Geld vom Staat. Wir mit unseren Steuern oder ihr mit unseren Steuern, ich habe ja früher auch viel Steuern bezahlt, jetzt kriege ich ja Geld aus den Steuertöpfen, aber die Steuergelder sind die Finanzierung für genau diese Leute und diese Organisationen, NGOs und was auch immer, die unsere Nation zerstören. Und jetzt habe ich schon wieder ein Wort gesagt, Nation. Jesus Maria, ist doch so völkisch. Nation hat überhaupt nichts mit Völkisch zu tun. Nation ist gekennzeichnet durch ihre Identität. Und was ist die Identität? Das ist eine Trinität, eine Dreiheit aus Gemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft. Den einen oder anderen kennt man nicht, aber man erkennt, dass er zur Gemeinschaft gehört und schon ist eine Beziehung hergestellt. Das ist Gemeinschaft. Das ist das Erste. Das Zweite ist Territorium. Raum ist ein wesensprägendes Element der Nation und der Identität. Und das dritte Element, das sind die Traditionen. Wenn unsere Gemeinschaft aber beispielsweise momentan extrem gefährdet wird, durch Hereinkommen vieler anderer, die nicht dem Bild der Gemeinschaft entsprechen, dann wird sich im Laufe der Zeit die Gemeinschaft auflösen. Und dann ist sozusagen einer dieser Trinität bereits zerstört. Territorium. Naja, gut, momentan haben wir niemanden, der unsere Grenzen gefährdet. Niemand. Aber die Europäische Union gefährdet schon unsere Grenzen, indem sie nämlich sich anmaßt zu sagen, die Europäische Union muss in eine Richtung Superstaatlichkeit gehen, dann ist das Territorium auch angegriffen. Und wenn ich dann auf die Tradition zu sprechen komme,
wenn wir keine Martinsumzüge mehr machen können, wenn in Duisburg gestern oder vorgestern die Institutionen, die über den Badebetrieb in öffentlichen Schwimmbädern diskutieren und sagen, wenn eine Frau, eine Dame einen zu engen Bikini anhat, dann stört das andere. Und deshalb sind die nicht mehr erlaubt zukünftig. Ja, Himmel nochmal, dann sollen sie halt vorgeben, dass alle ein Burkini tragen müssen, wenn sie ins Schwimmbad gehen. Weil dann würden die Leute es wenigstens erkennen, wo das hinläuft. Aber zu sagen, das ist ein zu enger Bikini, ja gut, ich denke auch manchmal, ich bin ja ein bisschen älter und ein bisschen, denke ich auch manchmal, ja, man, okay. Aber trotzdem finde ich Damen im Bikini immer noch klasse. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich sollte ja mal katholischer Priester werden. Also ich kokettiere auch ein bisschen, damit gebe ich zu. Schade, dass es nichts geworden ist. Sie wissen, warum das nichts geworden ist? Weil mich mit 16 der Gott Eros berührt hatte. Und dann war es das. Dann kannst du das nicht mehr werden. Egal. Ja, ist heute auch ein bisschen anders. Aber ich habe mein ganzes Jungen, wo ich jung war, bis 20, war ich immer mit meinen Vikaren und mit meinen Priestern zusammen. Mir hat das wahnsinnig viel gegeben, weil ich habe diese ganze Philosophie, Theologie, Philosophie, auch politische Philosophie, wirklich von Grund auf inhaliert. Ich habe beispielsweise schon mit 12 Jahren Schopenhauer'sche Misanthropie, ein Roman, also etwas geschrieben, 180 Seiten, mit 12 Jahren, das ist schon, das habe ich geschrieben für meinen Vikar, der hat das dann auch rezensiert und so weiter. Das heißt also, ich habe diesen Lebensumständen damals viel zu verdanken. Ach doch, dann sage ich es jetzt, ich will ja nicht missionieren, aber ein Teil unseres Verlustes in unserer Geschichte und in unserer Kultur und in unserer Gemeinschaft ist auch die Säkularisierung und die totale, fürchterliche Präsentation des christlichen Glaubens durch die kirchlichen Eliten und die Entchristlichung. Und ich glaube, wenn wir dahin wollen, wo wir wieder hin wollen, und daran arbeiten wir ja als Alternative, ich will niemand missionieren, aber dann müssen wir so eine Art von Rechristianisierung auch wieder finden. Das heißt nicht, dass jeder in die Kirche gehen muss. Und wenn ich das sage, was ich jetzt gerade sage, dann kann ich sogar Atheisten mit hinterm Ofen vorlocken. Es ist nur eine Frage der Verbalisierung. Ich will nicht, dass ihr in die Kirche müsst. Ich will auch nicht, dass ihr sagt, ihr glaubt an Gott. Aber das, was das Christentum im Laufe der Zeit, der Jahrhunderte, auch viel daneben gemacht hat, aber sie haben auch vieles Tolles gemacht. Und das, was wir repräsentieren als Menschen, jetzt komme ich wieder auf die Gottesebenbildlichkeit, das ist auch die Gegenschlagseite zum Islam. Deshalb kann das nicht funktionieren mit dem Islam. Wir haben die individuelle Freiheit, die Freiheit des Individuums. Und die Scharia-Gesetzgebung und der Islam kennt das nicht. Der kennt nur die totale Unterwerfung unter dem Willen Allahs oder seiner Imame. Und Gesetzen zu entwickeln, das kommt den Menschen nach den islamischen Vorstellungen gar nicht zu. Das hat alles Gott bzw. Allah schon vorgegeben. Also, Sie sehen, klingt ein bisschen komisch, wenn da einer steht als Politiker und sagt, wir brauchen die Rechristianisierung. Wir brauchen das, weil sonst kommen wir mit diesen Gegenkräften, die auch an unseren Systemen dran verletzend und zerstörend werden, wir kommen gegen die sonst nicht an. Könnt ihr das so reflektieren? Ja. Super. Jetzt sind wir an der Frage die Nation. Als wir den Namen dann gemacht haben, können wir nicht machen, wir müssen nur für Deutschland, das können wir nicht machen. Alternative für Deutschland. Und dann war der Vorschlag für Deutschland und Europa.
Und das hat dann 2 Wochen gedauert, wo ich mit 3 Leuten telefoniert habe, E-Mails hin und her und gesagt, wir müssen diesen ursprünglichen Beschluss der Gründer wieder zurückholen und wir müssen wieder zur Alternative für Deutschland zurückfinden. Am Schluss, nach 2 Wochen, hat es geklappt. Stell dir mal vor, wir würden heute wirklich Alternative für Deutschland und Europa heißen. Nee, wir könnten uns gar nicht positionieren, weil Europa ist der Feind und das Instrument unserer politischen Eliten zur Zerstörung von Deutschland. Also kannst du nicht im Namen für uns so weiter. Ne? Habt ihr? Seht ihr auch so. Vielleicht noch ein bisschen zur Farbe. Wo haben wir denn eine Flagge von? Vielleicht, ja, das schöne Blau, ganz genau. Der Justin, ich will den gar nicht korrigieren, der hat dann gesagt, wo ist er, Justin? Der hatte gesagt, AfD. AfD wäre auch gut, ist nicht gut. Ich liege im Streit mit dem Bundesvorstand, mit den Landesvorständen, überall. Wir haben in der Bundestagsfraktion, die wollten auch ein Logo machen, Bundestagsfraktion der AfD. Und da habe ich vehement dagegen argumentiert, und zwar nicht unter dem Aspekt, weil ich den Namen kreiert habe, Alternative für Deutschland, sondern als Marketing-Spezialist. Eine junge Partei, die sich ein solches Abstraktum als Bezeichnung gibt, wie AfD auf den Plakaten etc., das ist ein Abstraktum. Da kannst du jeden Sheet dranhängen und erzählen, Alternative, Alternative für Deutschland etc. Alternative für Deutschland, wenn wir überall in unseren Schriftsätzen und in unseren Leaflets und in unseren Plakaten unser ursprüngliches Logo, Alternative für Deutschland, das ist ein Konkretum. Da kann man nicht einfach irgendwas dazu erzählen und dazu als Adjektiv dazu bringen. Ist das, wir haben in der Bundestagsfraktion dann darüber abgestimmt und das haben wir mit totaler Mehrheit dann auch so durchgesetzt. In der Fraktion wird nur noch von Alternative für Deutschland als Signe und als Logo geredet. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja. Ja, das ist natürlich in der Sprache, wenn man über AfD redet, dann sagt man schon auch mal AfD als Abkürzung. Aber bei verschriftlichten Dingen, und ich mache ja auch sehr viele Aufsätze und so weiter, ich achte darauf, dass ich eigentlich in der Regel immer Alternative für Deutschland ausschreibe, nur hin und wieder mal AfD sage, das kann man machen. Schauen Sie, und dann kommt immer das Gegenargument, na, die CDU sagt ja auch CDU. Genau das konkretisiert das, was ich Ihnen gesagt habe. Die CDU ist eigentlich eine christlich-demokratische Union. Ja, aber dadurch, dass sie 40, 50, 60 Jahre dieses christlich-demokratische Union propagiert hat, kann die dieses Kürzel CDU verwenden, obwohl sie schon lange keine christliche und schon lange keine demokratischen Grundsätze vertritt, glaubt immer noch jeder Depp, die CDU vertritt christlich-demokratische Grundprinzipien. Das ist wirklich wahr. So werden Leute im Laufe der Zeit, man kann es auch Framing nennen, verstehen Sie? Und deshalb ist das falsch, wenn wir diese Abkürzung AfD verwenden, sondern Alternative für Deutschland. Ganz wichtig. Und dann diese schöne blaue Farbe, das ist natürlich Glück gewesen, dass es die blaue Farbe noch gab. Aber grün hätte man nicht genommen. Rot auch nicht. Aber ja, wirklich, wir haben Juhu geschrien, als wir das Logo entwickelt haben. Sagen, ja, blau wird noch nicht verwendet, von niemandem. Und wissen Sie, wenn man jetzt aus der Werbung, aus dem Marketing kommt, blau ist die Farbe des ausgeglichenen Gemütszustandes und der Rationalität. Gibt es eine schönere, bessere Farbe für uns als blau? Gibt es nicht. So. Wir haben gestern, die letzten 2 Tage war furchtbar. Ich komme ja aus Hahn bei Düsseldorf und wollte nach Heilbronn, weil wir gestern eine Veranstaltung hatten mit der Frau Barbe, mit der Frau Steinbach. Ich kann mir den Namen nicht merken. Weil du sie liebst. Ich finde sie nicht so toll. Wahrscheinlich kann ich mir deshalb den Namen nicht merken.
Und die Frau Barbe und die Frau Steinbach und der Herr Oehme, das ist ein guter Typ da aus Chemnitz, der jetzt Oberbürgermeisterkandidat war. Und die Frau Gminder hat das Ganze organisiert und das Ganze hieß Ost-West, wieder Zusammenführung. Was haben wir daraus gelernt, beziehungsweise wo stehen wir? Bin ich nach Heilbronn runtergefahren. Normalerweise brauche ich davon an der Ecke von dieser, ja, da brauchst du 3, 3,5 Stunden. Weißt du, wie lange ich da gebraucht habe? 7,5 Stunden. Ein Stau am anderen. Katastrophe. Na gut, beim Zurückkommen ist mir dann mein Auto, Spritpumpe, irgendwie krepiert, kannst du nicht sagen warum. Und bis dann der ADAC kam, abgeschleppt hat, beim Benz, deinem Benz, mir ein Ersatzauto gegeben haben und so weiter. Das waren Stunden und Aberstunden. Naja, dann bin ich hier angekommen, ein bisschen spät, aber ihr seid ja nicht abgehauen, das finde ich ja auch toll. Ich will auf die Nation zu sprechen kommen, denn gestern, das hat sich jetzt sehr schön herauskristallisiert. Und zwar über die einzelnen detailpolitischen Dinge ist wichtig, aber diese Metapolitik ist besonders wichtig. Und diese Metapolitik wird repräsentiert durch die Begrifflichkeiten. Das haben wir gestern sehr schön herausgearbeitet. Nation, hatte ich ja gerade schon dargestellt, und Kampf gegen Sozialismus. Und da tut sich manch einer schwer. Wie Sozialismus, sozial muss man doch sein. Ja, das stimmt. Aber sozial sein in der Politik hat nichts mit Sozialismus zu tun. Sozialismus ist eine Machtgewinnungsideologie. Unter Vorgabe, man täte was für die Leute. Es geht nur um Machtgewinnung und Machterhalt im Sozialismus. Die wirkliche, wahre, soziale Grundstruktur einer Gesellschaft ist die Marktwirtschaft. Du kannst sie frei nennen, du kannst sie auch soziale Marktwirtschaft nennen. Eine Marktwirtschaft, die Papst Leo XIII. Im 18. Jahrhundert in seiner Enzyklika Rerum Novarum beschrieben hat. Katholische Soziallehre. Und das ist auch die Grundlage gewesen für die CDU-Form der sozialen Marktwirtschaft, die aber dann im Laufe der Zeit vollkommen degeneriert und denaturiert wurde. Früher, zu meinen jüngeren Jahren, und es gibt ja auch welche, die so unser Altersstatus schon haben, den einen oder anderen, oder bin ich der Älteste? Na, wir haben das ja alles erlebt. Produktivitätssteigerungen, Produktivitätsfortschritte hat man auf mehrere Gruppierungen in der Gesellschaft verteilt. Und genau das ist auch richtig. Alle Leute, die in Rente waren, haben die Produktivitätssteigerungen in Form von höheren Rentenzahlungen, wertstabile Rentenzahlungen bekommen. Die Kinder, Jugendliche haben profitiert von den Produktivitätssteigerungen, die Volkswirtschaft zu produzieren imstande war, indem die Schulbildungsmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten, die Bildungsmöglichkeiten einfach immer weiter verbessert wurden. Die arbeitenden Bevölkerung, die werteschaffenden Milieus haben davon profitiert, weil sie immer höhere Löhne und Gehälter, wertstabile Gehälter, Gehaltserhöhungen bekommen haben. Der Arbeitgeber, die Unternehmer haben natürlich auch davon profitiert, weil sie höhere Profitraten realisieren konnten. Wer profitiert denn heute von Produktivitätssteigerungen? Große Finanzindustrie? Und wer ist der zweite Hauptprofiteur? Der Staat. Weil jede Produktivitätssteigerung, was sich in Erhöhungen von Einkünften zeigt, wird durch immer höhere Steuern und Abgaben sozusagen weggenommen. Das heißt, wir haben schon lange keine soziale Marktwirtschaft mehr. Und wir haben auch zunehmend keine Marktwirtschaft, keine freie Marktwirtschaft mehr, weil die Unternehmerstrukturen, die kleineren, mittleren, mittelgroßen Unternehmensstrukturen durch die europäischen Normen und durch die europäischen Verordnungen und Verfügungen, ich komme nachher noch ein bisschen mehr
im Detail darauf, zerstört werden, zugunsten von Großkonzernen, zugunsten von internationalen, gesamthaften Strukturen, die sich wunderbar mit diesen Politikern zusammengeschlossen haben, zu einer Beutegemeinschaft eines politisch-ökonomischen Kartells unter Beibeziehung der Medien. Und so werden wir jeden Tag beschissen. Wir sind immer noch an der Frage der Nation. Jetzt bräuchte ich mal den Justin, weil wir haben in meinem Büro, in meinem Bundestagsbüro, weil man muss auch mal ein bisschen was Schönes machen, haben wir ein Video gemacht mit dem Namen Wir sind Deutschland. Das ist eine Hommage an Deutschland und ich bin alles andere als völkisch, sondern was die Grundlage unseres Seins darstellt, das ist unsere Nation. Wir sind Deutschland und das wollen wir jetzt zeigen, einfach so ein bisschen auch zur Erbauung. Ich glaube, es wird euch Spaß machen, nicht gefallen. So, dann machen wir weiter. Diese nationale Frage ist die alles überbordende Frage. Das hat nämlich was zu tun mit Wirtschaftspolitik. Macht man Wirtschaftspolitik tatsächlich nur als Teil eines weltwirtschaftlichen Struktur oder ist Wirtschaftspolitik von der Politik nicht auch zu machen, um sozusagen seinen Menschen, seinen Bürgern Vorteile zu generieren? Sehen wir das heute noch so? Nein, sehen wir nicht. So, Bildungspolitik hat etwas natürlich mit Nationen zu tun. Und alle diese Dinge sehen wir gestört durch eine Reihe von Vorkommnissen. Wir haben beispielsweise jetzt, haben wir ja hier auch so eine Spezialistin von der Frankfurter Schule, genau, Adorno, Habermas, Marcuse und so weiter, mit dem habe ich mich wirklich 30 Jahre, 40 Jahre schon beschäftigt. Hinzu kommt, wir hatten jeden Tag mit meinem Vater und unseren drei Geschwistern oder drei älteren Geschwistern politisches Kolloquium nach dem Mittagessen und es ging immer kontra Sozialismus, Kommunismus, Marxismus und so weiter. Die Problematik besteht darin, dass die Frankfurter Schule als Ideengeber des Zerstörungswerks, dessen, was wir momentan realisiert sehen, dort entwickelt worden ist, in der Frankfurter Schule. Es war im Grunde ein zutiefst neomarxistisches, kulturmarxistisches Projekt, Ideologie, um die christliche Fundierung, christlich-jüdische Fundierung inklusive der Aufklärung zu zerstören. Und ich zitiere mal einfach einen Satz in einer Broschüre von der Frankfurter Schule, so in den 60er Jahren, geschrieben, 65er Jahren, wörtlich: Nimm ihnen die Identität, zerstöre die Nation, die Sprache, die Kultur und schaffe die neue Gesellschaft mit dem neuen Menschen. Meine Güte. Genau das wird gemacht. Und ich gebe Ihnen jetzt aus diesen einzelnen Elementen dessen, was hier gerade vorgelesen wurde, gebe ich Ihnen Beispiele. Nimm in die Identität. Genau das passiert. Die versuchen über die Europäische Union, aber auch durch vielerlei andere Dinge, da kommen wir gleich noch dazu, diese Identität zu zerstören. Wir sind im Kulturausschuss, aber nicht nur im Kulturausschuss, auch im Innen- und im Heimatausschuss, die Heimat. Die sagen dann zwar Heimat, aber meinen nicht die Heimat, die wir meinen. Der Herr Drehofer ist ja das typische Beispiel dafür. Ne? Wir haben zig Organisationen, die sich beschäftigen mit der Integration von neu hier hinzugekommenen.
die also sozusagen unsere Kultur, unsere Identität nicht im Aufwachsen erlebt haben, sondern eben anders sozialisiert sind. Das ist gar nicht abfällig, es ist nur ein reiner Fakt. So, und dann gibt es hunderte von solchen Organisationen, die mit hunderten von Millionen Euro ausgestattet werden, um die Integration denen nahezubringen. Integration ist nur möglich, wenn derjenige sich mit dem, in das er integriert werden will oder soll, identifizieren kann. Also Identifikation ist die Grundvoraussetzung für Integration. Und Identifikation, und das sagt schon der Name, die Gleichheit, hat etwas, Identifikation hat etwas mit Identität zu tun. Wenn aber die Politik seit 30, 40 Jahren, und das ist wirklich schon so lange, auch aufbauend auf der Frankfurter Schule, Identität zerstören will, worum in alles in der Welt wollen die sich durch diese Integrationsprogramme integrieren, wenn die eigene Politik die Identität zerstören will? Das geht doch gar nicht. Eigentlich völlig naheliegend. Wenn ich aber einen solchen Gedanken in einem Ausschuss wie unserem vorbringe, was glauben Sie, was ich da höre? Ja, ich hätte doch keine Ahnung und ich soll doch bitte wieder auf sachlichere Ebene kommen. Und, wissen Sie, ich war mein ganzes Leben Unternehmer. Wenn du da nicht sachlich bist, dann verhungerst du. So einfach ist das. Ach, wegen sachlich, da fällt mir gerade ein. Ich bin ja auch Mitglied der Deutsch-Französisch-Parlamentarischen Gesellschaft. Versammlung. Das ist dieser Aachener Vertrag zwischen Macron und Merkel, Sie kennen den. Die haben ja so eine Art Überparlament kreiert. 50 Abgeordnete aus der französischen Assemblée Nationale und 50 Abgeordnete aus dem Deutschen Bundestag. Und da bin ich reingewählt worden. Und wir treffen uns da so alle 3, 4, 5 Wochen in Paris, Berlin, Straßburg. Und letztes Mal haben wir in Straßburg das Thema Green Deal gehabt. Von der Frau von der Leyen. Wie heißt sie? Von der Leyen, genau. Green Deal. Da wollen die 4, 5 Billionen Euro ausgeben im Verlauf der nächsten Jahre. Gut, strammer Wunsch, wird eh nicht funktionieren. Warum, das werden wir gleich anschließend noch erfahren. Aber im Grunde, und ich hatte da dann den Redebeitrag zu diesem Thema, die Frau von der Leyen war auch dabei in Straßburg. Und dann habe ich 10 Minuten erklärt, was der Green Deal im eigentlichen Sinn eigentlich ist. Es ist eigentlich eine Konzeption zur Übernahme marktwirtschaftlicher, freier marktwirtschaftlicher, unternehmensmäßig geprägten Strukturen durch planwirtschaftliche Systeme des Staates, indem sie Vorteile versprechen, wenn du nachhaltig, was immer Nachhaltigkeit heißt, wenn du nachhaltig produzierst, wenn du nachhaltige Produkte auf den Markt bringst, dann kriegst du Belohnungen. Wenn du das nicht tust, dann kriegst du Bestrafungen. Das heißt, der Staatseinfluss auf die Produktentwicklung, Produktgestaltung und unternehmerisches Wirken soll mit 4 Billionen Euro hier unterstützt werden. Das ist im Grunde eine Unterwerfung des freien Unternehmertums unter eine planwirtschaftliche Industriepolitik des Staates. Und es zeigt eigentlich ganz, ganz eindeutig, wohin das irgendwo tendiert durch die politisch Wirkenden. Nämlich, sie versuchen eine Form von kollektivistischer Kommandogesellschaft zu entwickeln. Die da oben sagen, was Sache ist, wo es hingeht. Ihr seid eurer Souveränität verlustig gegangen. Ihr habt ausschließlich noch den Rang eines Systemsklaven. Und wenn ihr allzu arg dagegen aufbegehrt, dann macht man euch mit diesen Hate Speech Geschichten, mit diesen Ausgrenzungsansätzen, macht man euch gefügig oder Angst. Schauen Sie, früher, vor einigen Jahren, Jahrzehnten, fing es mit der Political Correctness an. Ne? Das heißt, mit dieser Political Correctness wurde dargestellt, was man besser nicht sagen sollte. Das war ja noch vergleichsweise human, was man besser nicht sagen sollte. Vergleichsweise human. Wissen Sie, jetzt haben wir was ganz Neues, was
plötzlich mit Vehemenz in die gesellschaftliche Debatte getrieben wird, nämlich Cultural, jetzt komme ich auf den Begriff nicht. Nee, neuer Begriff. Culture. Culture Club. Nein. Ach, ich komme nicht auf den Namen. Das gibt es ja gar nicht. Aber es ist eine Begrifflichkeit, die einfach. Cancel Culture. Jetzt habe ich es. Cancel Culture. Also Auslöschung Kultur. Mit anderen Worten, mit dieser ideologischen Ansatz. Das ist die Vervollkommnung und die Verschlimmbesserung oder Verschlimmerung der Political Correctness. Früher, die Political Correctness hat gesagt, naja, so sollte man das nicht sagen. Sag es lieber so, dass es der Allgemeinheit oder unseren Wünschen entspricht. Cancel Culture nimmt den, der das sagt, aufs Korn und versucht ihn auszugrenzen und aus dem Diskurs zu eliminieren. Das heißt, das ist auf die Person orientiert. Nee, du sagst was Falsches. Natürlich hat es diese Dinge alle so unterschwellig, alles auch früher schon gegeben. Aber heutzutage nimmt das extrem an Fahrt auf. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Cancel Culture wird heute beispielsweise bei Musik von Mozart als rassistisch dargestellt. Weil er hat ja die Bedürfnisse und die Spezialitäten der schwarzen Weltbevölkerung nicht berücksichtigt bei seiner Musik. Es ist sozusagen ein Zeugnis, die Selbstüberhöhung des weißen Menschen. Das muss einem erst mal einfallen, ne? Ja. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Beispielen, was einfach nicht mehr geht. Ich komme jetzt wieder nicht auf die anderen Beispiele, aber das macht nichts. Wir kommen dann schon noch zurecht. Das heißt, es werden Menschheitsqualitäten bestimmten Gruppierungen aberkannt. Das ist Totalitarismus reinsten Wassers. Wir erinnern uns alle, dass... Ja, genau, das ist es. Kann der das nicht an seinen, an dem Ding da dran hängen? An dem... Ja, okay. Wo war ich jetzt gerade? Ja. Bin ich abgelenkt worden. Nein, macht ja nichts. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Es ist ganz neu, dass Grundschüler eingeschult wurden unter Flaggen der, unter diesen, unter der Regenbogenflagge. Das muss man sich mal reintun. Dadurch wird schon am ersten Tag der Schulaufnahme, der Schule, gezeigt, dass er sozusagen indoktriniert werden soll in eine bestimmte Richtung. Das ist schon, hat schon eine neue Qualität, so etwas. Ne? Und jetzt kommt plötzlich, wie aus heiterem Himmel, Corona. Und man merkt plötzlich, man kann auch mit so einem Erkrankungsverlauf, was es immer schon gegeben hat, die Form von Politik der Unterjochung und der Unterwerfung wunderbar betreiben. Und da muss man gar nicht besonders kritisch jetzt auf die einzelnen Maßnahmen sein. Es gibt immer Leute, die sagen, okay, ich trage die Maske, weil macht ja auch Sinn. Es ist nicht eine grundsätzliche Kritik an die bestimmten Maßnahmen. Aber was überhaupt nicht berücksichtigt wird in dieser Debatte Corona, ist die Tatsache, dass natürlich Menschen geschützt werden müssen. Aber die bürgerlichen Rechte, Grundrechte, müssen auch geschützt werden. Was nützt mir denn zu überlegen, wenn ich anschließend keine Freiheitsrechte mehr habe?
Muss man dann leben? Ich nicht. Ich müsste nicht leben in einer Sklavengesellschaft. Wirklich nicht. Aber ich würde eher den Sklavenhalter verfolgen, als Suizid begehen. Jetzt hat Schäuble gesagt, ich zitiere das wörtlich, die Corona-Grippe und Krise ist die große Chance, gegen den Widerstand anzugehen, weil der Widerstand in der Krise geringer ist, dass wir Wirtschafts- und eine Finanzunion auf die Beine stellen können, die wir sonst früher ohne diese Krise niemals zustande gebracht haben. Es ist unfassbar, dass der das überhaupt so sagt. Warum? Ist das Dummheit? Oder ist das schon absolute Siegessicherheit? Ja, es könnte auch absolute Siegessicherheit sein. Aber dann hat er sich getäuscht, das schwöre ich Ihnen. Und ich bleibe in diesem Rahmen gerade. Die Frau Merkel hat im Kirchentag 2011, es ist nicht nur eine Sache, die jetzt die letzten ein, zwei Jahre stattgefunden hat. Schon im Jahre 2011 hat sie gesagt, wer die neue Weltordnung haben möchte, kommt nicht umhin, Teile seiner nationalen Souveränität abzutreten. An wen soll ich die denn abtreten? Die Souveränität? Ist der definiert? Diejenigen, die die Souveränität dann bekommen? Und nach welchem Prozess soll das stattfinden? Werden wir befragt? Ob wir die Souveränität unserer bürgerlichen Rechte hier abgeben wollen? Im Grunde praktisch die Zerschlagung unseres Grundgesetzes einfach mal so eben akzeptieren? Oder sollen wir morgens aufwachen, uns über die Stirn reiben und sagen, ach, Herrschaftszeiten, was bin ich froh, dass ich Teile meiner Souveränität abgegeben habe. Ich konnte sie ja kaum stemmen und tragen. Man hat die mir genommen, damit ich ein bisschen erleichtert bin. Nein, Sie merken, eine Frau Merkel sagt so einen Satz. Warum sagt die so einen Satz? Ist die doof? Oder ist die dreist? Ja. Ich sage immer, man kann es letztlich nicht, die läuft ja manchmal an mir vorbei, so im Bundestag. Ich kenne keinen anderen Menschen, der, wenn er an einem vorbeiläuft, einen so seelenlosen Mimik auf dem Gesicht hat. Wie wenn sie keine Seele hätte. Ja. Und dann in Davos hat sie gesagt, wir sind auf dem Weg in die große Transformation. Große Transformation. Das sind immer so tolle Worte, ne? Große Transformation. Wir werden in den nächsten 30 Jahren eine andere Form des Lebens und der Lebensführung haben, als wie wir es in den vergangenen 30 Jahren gehabt haben, hat sie gesagt. Wissen Sie, es klingt so ein bisschen nach dem großen Sprung in China, ne? Als die Kulturrevolution war, hat 200 Millionen Menschen das Leben gekostet. Der große Sprung. Mir kommt die manchmal so ein bisschen vor, wie wenn so zwei Hirnhälften, zwei Sprachbildungszentren im Kopf wären, die sich permanent streiten über die Lautwertung, über die Sprachwerkzeuge. Und manchmal schlüpft dann einfach so ein Satz raus, wo man dann so erkennen kann, in welchen Richtungen sie eigentlich denkt. Obwohl sie ja eigentlich sonst recht bescheiden wirkt, also im Sinne einer intellektuellen Qualifikation. Aber es wird in diesen ganzen Zusammenhängen, wird immer die Europäische Union mit instrumentalisiert. Die Europäische Union ist der Hebel für die politisch Mächtigen, um ihre Position zu stabilisieren, unangreifbarer zu machen, ja im Sinne ihrer Refeudalisierungsbestrebungen sozusagen feudal herrschen zu können, ohne dass der Bürger
sie gefährdet durch Wahlen. Und das bisschen, was an Opposition beispielsweise durch uns dann gebracht wird, der wird natürlich mit allen Mitteln, medial, exekutiv, juristisch, Gerichte, sozusagen dieser Oppositionskraft wird mit allen Mitteln sozusagen marginalisiert versucht, nur um diese Feudalstellung als Politiker zu erreichen. Und das sind alle Politiker aller Altparteien wirklich gemeint. Sie glauben gar nicht, wenn sie im Bundestag sitzen oder in den einzelnen Ausschüssen, wie total gleicher Meinung die sind. Eine FDP hat manchmal Zustimmungen zu Themen, die mit Freiheitlichkeit oder mit dem ursprünglichen Ansatz der FDP 0,0 zu tun haben. Es ist eigentlich die Kontradiktion, das Gegenteil. Und dann finden das ganz toll. Warum? Weil man dadurch sich kontra der AfD stellen kann. So als ob diese einzig rationale politische Position nicht unterstützt werden darf, weil unter allen Umständen die Irrationalität gewinnen muss. Und in einem solchen System leben wir momentan. Und das geht alles im Wesentlichen zurück auf die Frankfurter Schule, was wir ja gerade gehabt haben. Oder dann, wenn sie dann sagt, wir müssen Afrika helfen und nicht wir haben zu bestimmen, was die benötigen, sondern Afrika, die Länder in Afrika haben das selber zu bestimmen, was sie von uns an Hilfsmitteln haben wollen und müssen. Wir dürfen das nicht selber bestimmen. Und das Ganze ist sozusagen immer eingekleidet in, ich bin sozusagen mehr oder weniger die Führerin des Planeten. So, sie spricht ja auch immer von multilateral, wissen Sie? Sie spricht nie, das ist im Interesse Deutschlands, sondern sie redet nur von Multilateralität. Das heißt, Politik wird nur gemacht im Einvernehmen mit sehr vielen anderen Größenordnungen. Aber es ist nicht nur die Frau Merkel, es ist im Grunde der komplette politische Komplex. Wir hatten zum Beispiel den Herrn Maas, da sind wir Mitglied geworden vor kurzem in Menschenrechtsgruppierung, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen, in der UNO. Und dann hat der Maas eine Suada, oder ein Loblied gesungen. Ach, wie toll, man hat uns in diesen Rat für Menschenrechte gewählt. Wissen Sie, wer da noch drin ist? Das sind Länder drin, vornehmlich islamischen Staaten. Islam und Menschenrechte, das ist oft schon eine Kontradiktion. Aber da ist zum Beispiel zum gleichen Zeitpunkt, als Deutschland da reingewählt worden ist in diesen Rat, auch Mauretanien reingewählt worden. Und Mauretanien hat in seiner Verfassung noch stehen, dass die Sklaverei akzeptiert ist und in der Staatsverfassung Mauretaniens verankert ist. Und dann ist ein solcher Staat Mitglied im Menschenrechtsrat. Da fällt dir doch nichts mehr ein. Und dann kommt man zu solchen Sachverhalten. Verfassungsschutz. Dann kommt man zu solchen Sachverhalten. Ich bin auch genannt in diesem Verfassungsschutzbericht. Sie gehen heute eine brutale Kontaktschule ein. Da bin ich genannt, weil ich zum Beispiel in Essen mal einen Vortrag gehalten habe, wo ich gesagt habe, wir werden nicht umhin kommen, legitime Rückführungsprogramme für illegal sich hier aufhaltende, nicht berechtigt aufhaltende Migranten durchführen. Legitime Rückführungsprogramme. Legitim, was heißt das? Legal. Und dann gibt es so ein Gutachten von Moorsweg, den die AfD in Auftrag gebracht hat. Und dann schreibt er in das Gutachten rein, ja, das ist schon kritisch, wenn ich das sage, weil man müsse ja auch die Menschenwürde und die Menschenrechte mit berücksichtigen, wenn man zum Beispiel über legitime Rückführungsprogramme redet. Mit anderen Worten, die UNO ist dann sozusagen die Supergesetzgebung gegenüber unseres Grundgesetzes. Jetzt muss man aber wissen, UNO-Menschenrechte und UNO
wird heute dominiert von islamischen Staaten. Und in der Kairo-Erklärung haben alle islamischen Staaten die Menschenrechte akzeptiert, aber unter den Scharia-Vorbehalt gestellt. Das heißt, diese Form der Menschenrechte wird von den islamischen Staaten, weil sie kontradiktorisch zur Scharia-Recht sind, einfach nicht akzeptiert. Aber ich soll meine Aussage zurücknehmen, das wurde also von mir gefordert, ansonsten würde ich mich einer Parteischädigung aussetzen. Ja, das hat auch der Herr Meuthen und der Herr Hartwig dann gefordert. Wenn ich das nicht hätte, wäre das eine Schädigung und Beschädigung der Partei. Merken Sie, das ist Gaga. Eine solche Position, illegitim sich hier aufhaltenden, wieder zurückzuführen, ist eine alternative politischer Ansatz im Sinne einer Weiterentwicklung unseres Staates, unserer Verfassung, unseres Gesetzes, unseres Wohlstandes. Und haben Sie zurückgenommen? Ach Quatsch! Ja. Ich habe zurückgeschrieben, aber so quasi, ihr habt doch einen an der Waffe. Nein, nein, der Kassiak. So, jetzt macht die Europäische Union, nachdem wir ja schon sehr viele, viele, viele hier haben, dieser Global Compact for Migration, der ist noch nicht beendet. Das ist sozusagen erst gestartet. Jetzt gibt es ein ganz neues Programm. Und zwar wollen sie, dass unter der Europäischen Union, unter der Kommission, unter der Frau von der Leyen, Routenplanungen vorgegeben werden, Routenplanungen, wie die Migrantenströme zukünftig organisiert werden. Wissen Sie, wie man das nennt in der Jurisprudenz? Das ist Legalisierung von Illegalität. Man könnte den ganzen Abend über einzelne solche Punkte, wo unsere Regierung, unsere Exekutive in Verbindung mit dem Parlamentarismus sozusagen versagt, beziehungsweise nicht nur versagt, sondern wissentlich, böswillig, falsche Entscheidungen zum Nachteil unseres Landes, unserer Bürger definiert. Und die Medien machen da natürlich wunderbar mit. Ich komme gleich nachher noch zu weiteren Beispielen. Ja, Demonstration in Berlin. Ja, beispielsweise als wir die Demo da hatten, da von Querdenken, da waren ja auch ein ganzer Haufen von uns. Das wurde ja auch böse aufgenommen, dass da Leute, Abgeordnete mit auf dieser Querdenken-Demo waren gegen Corona. Ach, das ist ein interessanter Ansatz, das muss ich mal erklären. Dann hatten wir ja bei dieser Demo am 28.08. hatten wir ja 29er? Nicht 28? Okay, gut. Dann, ja, mag sein. Dann hatten wir ja das Phänomen Sturm auf den Reichstag. Und ich war ja dort. Ich habe mit Hunderten von Leuten geredet und genau in dem Moment war ich vis-à-vis vom Reichstag gestanden und habe mit 3-4 Leuten, die mit mir da standen, geredet. Und plötzlich sage ich zu denen, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Die Polizei wird abgezogen. Also die haben Mannschaftswagen hergefahren, dann sind da die Polizisten eingestiegen und dann haben die restlichen Polizisten, die da noch da waren, die Absperrgitter zur Seite geräumt. Vorher, eine halbe Stunde, wir waren da im Café, was vis-à-vis vom Nordeingang im Reichstag ist. Vorher war so ein Queer-Pärchen und hat ein Megafon. Jetzt kommt gleich der Sturm auf den Reichstag, jetzt kommt gleich der Sturm auf den Reichstag. Kommt alle mit. Sind da durchgelaufen. So, dann hat die Polizei praktisch die Barrieren dann weggeräumt, ist ihre Mannschaftsstärke deutlich reduziert. Und dann hat irgendeine von der dort angemeldeten anderen Demonstration vor dem Reichstag dann auf den Sturm auf den Reichstag
ausgerufen. Und dann sind die alle los. Und dann waren drei heldenhafte Polizisten. Die haben sozusagen die Zerstörung unseres Reichstags, unserer Demokratie, mutig verwehrt. Und dann wurden die sogar im Bundestag, diese drei Polizisten, geehrt. Und wir sind nicht aufgestanden, deshalb waren wir natürlich dann anschließend die Bösen. Nein, wirklich, mehr Verarsche geht nicht. Mehr Verarsche geht nicht. Dann aber, wenn die Liebig 34 freigemacht werden soll, was besetzt wurde von diesen Feministinnen oder wie man die zu nennen hat. Feministin. Da brauchen die dann 2.500 Polizisten. Das muss man sich mal vorstellen. Aber da gibt es drei Polizisten, die sich mutig sozusagen dem Sturz der Demokratie entgegenstellen, ganz ohne Waffen und das darstellen. Nein, das war total instrumentalisiert und inszeniert. Und anschließend haben die Medien ja darüber berichtet und gesagt, da waren wieder braune Horden zugange, da war wieder Rechtsextremismus, hat wieder seine hässliche Fratze gezeigt und so weiter und so. So machen die das. Herr Steinmeier war völlig entsetzt. Ja, ja. Ja, gut, ich würde auch entsetzt sein, wenn ich morgens als Steinmeier in den Spiegel schauen müsste. War ein gutes Stichwort. Du glaubst es nicht, das kannst du manchmal wirklich unheimlich schwer. Mal Fragen stellen. Gibt es da keine Videoaufnahmen von vorher, nachher oder Video abrücken und wieder. Nee, das gab es nicht. Nur ich bin absolut bereit, falls dann meine Zeugenschaft aufgerufen würde. Ich würde das eidstattlich versichern, dass das genauso gelaufen ist. Es wurde natürlich nicht aufgenommen. Ich habe noch zu den Menschen, mit denen ich geredet habe, gesagt, was passiert hier? Ich bin total überrascht gewesen. Nein, aber wenn man das gesehen hat, dass die vorher abgezogen wurden, dass die Sperrgitter zur Seite geräumt wurden und dann, klar waren das ein paar Idioten, die dann auf die Stufen dann gesprungen sind. Klar, sollten sie auch nicht tun. Aber man hat eigentlich diese große Demonstration, Widerstand, versuchte man durch dieses Vorkommnis sozusagen zu marginalisieren. Und das entscheidende Vorkommnis war eben, dass unsere Demokratie kurz vor dem Zusammenbruch war. Verstehen Sie? Das ist inszeniert. Und genauso operiert unentwegt auch die Presse. Ich bin medienpolitischer Sprecher unserer Fraktion. Wissen Sie, da passiert zum Beispiel vor 6 Wochen, wie weit haben wir? Jetzt ist 9:30. Habt ihr noch Lust? Ja, sicher. Ja? Ja, ja. Oh, ich habe so viel zu erzählen. Da haben die vor 5 Wochen ist es her, eine Nachtragshaushaltsbesprechung gehabt. Nachtragshaushalt. Und den Bereich, der mich betrifft, also Kultur und Medien, nachts um 23.30 Uhr habe ich von diesem Ausschuss, bin ich in Kenntnis gesetzt worden, dass 220 Millionen Euro für Printverlage, also Presseverlage, ausgewiesen wurde, was vorher nie eine Position war im Budget, weil die Presse zur Aufrechterhaltung der Demokratie total notwendig ist und deshalb brauchen wir 220 Millionen. Am nächsten Tag wurde dieser Nachtragshaushalt und diese Position, von der ich gerade rede, in ein gesamtes Konvolut hineingepackt, nicht im Einzelnen, sondern als gesamthaftes Konvolut und durch den Bundestag gewunken. 220 Millionen, die einfach jetzt mal so an die Medien, an die Presse, die ja unabhängig sind, nach der Aussage aller unserer wichtig zu nehmenden Leute. Es ist unglaublich. Aber das ist bei weitem nicht nur das Einzige. Wir haben zum Beispiel auch das
Phänomen, dass die Bundesregierung Werbeanzeigen schaltet in diesen Medien. Und merkwürdigerweise bis im Jahre 2015 waren das immer so 20 Millionen. Und seit 2015 sind es immer so 70 Millionen und jetzt im Jahre 2020, Hälfte des Jahres oder noch ein bisschen mehr, sind wir bereits bei 75 Millionen. Werbemaßnahmen, was immer das ist. Also haben wir eine Anfrage in meinem Büro, eine Anfrage an die Bundesregierung. Das ist ja eins der parlamentarischen Mittel, Nachfragen, Dokumentation. Und dann haben wir 18 Fragen gestellt, an wen gebt ihr das aus, nach welchen Kriterien gebt ihr das aus, was sind die Botschaften, die ihr da transportiert, werden da sozusagen auch alle Medien berücksichtigt oder sind es nur wieder spezielle Medien, die man halten will und so weiter. Und dann bekommt man innerhalb von 14 Tagen immer die Antworten auf diese kleinen Anfragen. Das war so katastrophal, diese Beantwortung. Eine Aneinanderreihung von Lügen, Unterlassungen, Fehldarstellungen und einfach gar nicht drauf eingehen. Also haben wir uns hergesetzt, haben die Antwort genommen und haben eine erneute Anfrage, und zwar mit 45 Fragen, wo das Einzelne dann nochmal konkretisiert und so weiter wurde. Und dann ist so, nach 14 Tagen haben sie gesagt, sie brauchen nochmal 14 Tage Verlängerung, weil das wären ja so komplizierte Fragen. Und nach weiteren 14 Tagen, sie brauchen nochmal 14 Tage Verlängerung. Und jetzt haben wir vor einer Woche haben wir die Antworten gekriegt. Unglaublich. Eine noch viel größere Ansammlung von Lügen, Unterlassungen, Falschdarstellungen etc. Wir debattieren jetzt und diskutieren jetzt intern, ob man das nicht verfassungsgerichtsmäßig nominieren muss. Weil die Exekutive hat gegenüber der Legislative Auskunft zu geben. Und zwar nicht geframed und nicht verschoben, sondern nach Wahrheit. Und das tun sie nicht. Wir machen es natürlich anders. Wir haben natürlich auch unsere medialen... es sind nicht unsere, sondern es gibt schon noch auch Medien, mit denen man arbeiten kann. Die Wahrheiten darstellen. Kennen Sie Reit Schuster? Ja. Mit dem hatte ich vor vier Tagen ein Gespräch zusammen in Berlin. PI ist auch gut, ja. Aber gerade Reit Schuster, dem haben wir das ganze Material gegeben. Und der, Sie müssen da mal nachschauen, unter Werbeschaltungen der Regierung und kleine Anfrage Abgeordneter Renner. Und der hat das wunderbar aufgearbeitet. Und der Reit Schuster ist wirklich ein super Redakteur. Sehr ehrlich, sehr aufrichtig. Und wenn er mal was Falsches schreibt, was immer passieren kann in dem Metier, dann korrigiert er das in der nächsten Ausgabe. Da habe ich mich geirrt, das war so und so und so. Wissen Sie, die Funktion der Medien ist in einer Demokratie die vierte Gewalt, sagt man. Das heißt, sie hat die Regierung zu kontrollieren, so wie die Justiz, Verfassungsrecht, die Regierung auf ihr gesetzmäßiges Tun zu überwachen hat. Und die Legislative hat die Exekutive auch zu kontrollieren und sogar in der Gesetzgebungsverfahren neue Wege aufzuzeigen. Aber diese Gewaltenteilung in einer Demokratie gibt es nicht mehr. Verfassungsrichter werden heute innerhalb eines Tages Abgeordnete aus dem Bundestag oder Ministerpräsidenten in der Exekutive, am nächsten Tag sind sie oberste Verwaltungsrichter. Das kann es nicht geben. So, und die vierte Gewalt, sprich die Medien, die Exekutive kontrollieren sollen, die haben sich degeneriert. Sie sind nicht mehr die Kontrolleure der politischen Macht, sondern sie sind
Sie sind Komplizen, Vordenker und Herolde der politisch Mächtigen geworden. Und da gibt es einen Ausspruch von Pulitzer, so in etwa, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch zusammenkriege, er hat gesagt, eine käufliche, abgründige und unamoralische Presse und Medien werden im Laufe der Zeit ein Volk erzeugen, was genauso abgründig ist wie sie selbst. Und das ist zwar ein harter Satz, aber da ist was dran. Mit anderen Worten, dieser ganze mediale Komplex muss überarbeitet werden. Aber den kann man nicht einfach überarbeiten, indem man sagt, GIZ muss weg. So einfach ist das nicht, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Bestandteil, auch vom Verfassungsrecht, akzeptierter Bestandteil. Allerdings mit falschen Fundierungen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist vor 50, 60 Jahren etabliert worden, weil damals die Frequenzen sehr knapp waren. Und dann hat man gesagt, man braucht, um Informationen zu vermitteln, da gab es auch noch kein Internet und so, man braucht, um Informationen zu vermitteln und den aufgeklärten Bürger zu haben, braucht man ein Informationsmedium. Und da die Frequenzen knapp waren, hat man ganz genau deren Funktion in diesem Staatsvertrag, Rundfunkstaatsvertrag, beschrieben. Mittlerweile natürlich mehrfach überarbeitet, aber immer 20, 30 Jahre der Zeit hinterher. Weil wir haben heute das Internet. Und die Notwendigkeit der Informationsbedürfnisse zu befriedigen, die Notwendigkeit, das mit staatlichem Rundfunk zu machen, ist nicht mehr notwendig. Aber da muss man ein Bewusstsein schaffen, wie man eine übergeordnete Informationsvermittlung, die nicht staatsabhängig sein darf, etabliert, die aber nicht dazu führt, dass dieser Rundfunk im Grunde die Meinungsbildung hier in Deutschland monopolisiert. Das ist ein relativ komplizierter Sachverhalt und deshalb wir als AfD, wir sind ja manchmal so ein bisschen GIZ abschaffen, da kann man so Parolen reden, aber das ist alles ein viel, viel tieferes Holz, was man da bohren muss, um das am Schluss zu erreichen, was wir dringend erreichen müssen. Ha? Na eben, absolut. Also wir brauchen, das ist es ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk stützt sich darauf, dass er informieren soll, beziehungsweise, dass das sein Auftrag ist. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht ja so viel Geld, weil sie so viele Sender mittlerweile haben, weil sie so viele Unterhaltungsgenre haben, die es heute nicht mehr benötigt, weil die Frequenzen im Television nicht mehr so begrenzt sind, sondern die Technologie ist halt extrem weiter vorangeschritten. Und diese Gesetzgebung über diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht diese Entwicklung in der Technologie nicht. Deshalb haben wir ganz am Anfang in der Legislatur, wir, mein Büro, Medien, eine Enquete-Kommission konzipiert, wo man mit Wissenschaftlern, wo man mit Kommunikationsexperten, wo man mit Datenexperten sozusagen eine Konzeption entwickelt, wie ein solcher öffentlich-rechtlicher Rundfunk unter diesem Aspekt der Neutralität, der Nicht-Monopolisierung, aber auch der Sparsamkeit. Nur, wenn ein Herr... Der Briefträger, da gab es so kleine Schnibbelquiz, mhm. Da kostete so ein Beitrag im Monat eine Mark 50. Ja, genau. Ja, naja, aber dann passiert. Das ist ja unglaublich. Ja, aber wie wissen Sie, wenn aber ein Intendant im Westdeutschen Rundfunk heute schon weiß, dass er eine Pensionszusagengrößenordnung hat, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk WDR ungefähr 40 oder 400 Millionen, weiß ich nicht, 40 Millionen schon sozusagen in seinen Budgets vorsehen muss, damit er anschließend diese Pension an den Herrn Buro auszahlen kann, dann braucht es sich nicht wundern bei diesen
Gehaltsgrößenordnung. Apropos Buro, der ist eigentlich ein netter Kerl. Ich war mal mit dem bei einem Gespräch zusammen in Köln. Ursprünglich war das mal geplant auf eine halbe Stunde. Und dann hat er alle halbe Stunde hat er seine Sekretärin reingerufen und hat gesagt, sagen Sie den Termin ab, sagen Sie den Termin ab. Dann war ich 3 Stunden bei dem. Ich habe da auch kein Wort gespart, glauben Sie es mir. Und am Schluss hat er gesagt, so ein Gespräch hat er jetzt mit einem Politiker noch nie gehabt. Er hat nicht gesagt, dass es ihm Spaß gemacht hat. Wir haben jetzt, auch das ist wieder etwas sehr Aktuelles, was die Medien dann immer wieder ganz anders darstellen. Und zwar, wir haben ja diesen Wiederaufbaufonds, beziehungsweise diese Wiedererrichtungsfonds, 750 Milliarden nebenbei bemerkt. 750 Milliarden. Hauptsächlich für Frankreich, für Italien, für Spanien und so weiter. Und dann heißt immer das mediale Framing, naja, uns geht es ja auch so gut und die anderen, denen geht es ja nicht so gut. Dass es den anderen nicht so gut geht, ist eine Lüge. Es geht ihnen aber nicht besser als vielleicht vor 20 Jahren, als der Euro eingeführt wurde. Das kann auch gar nicht sein. Weil dieses Euro, und da bin ich schon im Jahre 1998 im Lions Club, war ich mal, bin ich in ganz Deutschland rumgereist und habe gesagt, Währungstheorie war eins meiner Studienfächer, also meiner Schwerpunkte. Der Euro kann nicht funktionieren, weil die volkswirtschaftlichen Qualifikationen so unterschiedlich sind in Italien, Frankreich, Spanien und so weiter, dass das nicht funktionieren kann. Weil eine Währungsunion, der Verlust von Wettbewerbsfähigkeit der einen Volkswirtschaft gegenüber der anderen nur dadurch kompensieren kann, indem er abwertet. Italien hat 28 Mal abgewertet gegenüber der deutschen Mark. Dadurch wurde Italien immer wieder ein bisschen wettbewerbsfähiger. Es war natürlich ein bisschen verbunden mit Einschränkungen dann der italienischen Bürger. Aber wenn man eine einheitliche Währung hat, kann man nicht abwerten. Und da im Vertrag explizit ausgeschlossen wurde, dass der eine Staat für den anderen Staat in dessen Schulden eintritt, but no bailout, was ja schon gebrochen wurde in der Griechenlandhilfe, aber mittlerweile durch diese europäische Zentralbankspolitik jeden Tag gebrochen wird, ohne dass irgendeiner darüber debattiert in den Medien. Aber allein schon die Darstellung, Deutschland ist noch nie so gut gegangen und den anderen geht so schlecht, ist eine blanke Lüge. Der deutsche Bürger ist einer der Ärmsten in der ganzen Europäischen Union. Er hat das geringste Kapitalvermögen. Ich glaube 34.000 im Mediandurchschnitt. Median, nicht im Durchschnitt, sondern Median. Also die oberen und die unteren Extremata weggetan. Aber die Italiener haben da 92.000 oder 87.000. Franzosen 110, wir 34. Die zweite Vermögensposition ist Eigenheim und Wohnungsbesitz. Wir haben 43% Eigenheimbesitz. In Italien haben wir 84%. Mag sein, dass die vielleicht ein bisschen schlechter ausgestattet sind, diese Wohnung, aber das spielt ja keine Rolle. Denn wenn du alt wirst und hast eine eigene Wohnung, dann kannst du auch ein bisschen weniger Rente haben und trotzdem noch relativ gut leben. Aber bei einer permanenten Mietpreisexplosion, wie wir es hier in Deutschland haben, eben auch wegen der Europolitik. Denn wenn heute einer einigermaßen solvent ist, dann kann er irgendwie eine Immobilie kaufen und kann das refinanzieren, indem er mit 0,6-0,7% Hypothekenzins. Es ist ein Wahnsinn. Und dann explodieren natürlich die Immobilienpreise. Und wenn die Immobilienpreise explodieren, dann sagt der, der viel ausgegeben hat, nominativ, auch wenn er es relativ gut refinanzieren kann mit 0,6%. Ich habe sehr, sehr viel für die Immobilie ausgegeben. Das möchte ich schon von meinem Mieter dann wieder reingeholt bekommen. So steigen permanent die Mieten, so steigen permanent die Immobilienpreise.
Und der Deutsche kann sich das gar nicht mehr leisten. Der durchschnittliche Deutsche. Jetzt kommt die dritte Parameter kommt hinzu. Die Deutschen arbeiten im Durchschnitt 5 Jahre länger als der Durchschnitt der anderen europäischen Staaten, bis sie Rentenansprüche generieren. 5 Jahre, das ist eine Menge Zeit. Und das wollen sie ja immer noch mal erhöhen jetzt. 5 Jahre. Und dann kommt noch als vierter Parameter dazu, die Quote des letzten Einkommens, gemessen an seiner Rentenquote, ist die geringste in ganz Europa. Er muss am längsten arbeiten, hat die geringste Rentenquote seiner Einkünfte, bei gleichzeitig geringsten Eigentumsstruktur an Eigentum im Wohnungsbereich, bei gleichzeitig geringstem Kapitalvermögen. Aber uns ist noch nie so gut gegangen. Was sagen Sie? Ja, haben Sie recht. Haben Sie recht. Ja. Na, absolut. Unser System wird von allen an diesem System Mitwirkenden zerstört. Auf der Basis Frankfurter Schule. Kulturmarxismus, Neomarxismus, internationaler Sozialismus. Das ist die Richtung. Hilfsmittel ist der Euro, Hilfsmittel ist die Europäische Union. Und das muss man sich verinnerlichen. Und jetzt mache ich einen kleinen Replik auf die AfD. Wir sind gegründet worden, genau gegen diese Positionierungen. Aber wir sind zu schwach bis dato in unserer Kommunikation dieser grundsätzlichen Zielsetzungen. Das muss verbessert werden. Sind wir da einig? Und jetzt sind wir an dem Punkt, das ist auch ein bisschen innerparteiliche Kritik, selbst wenn wir jetzt auch ein paar Leute dabei haben, die nicht unbedingt in der AfD sind, das macht nichts. Kritik gehört zu diesem Geschäft. Es gibt so der eine oder anderen, die meinen, wir müssen ja regierungsfähig sein. Ja, genau. Pfeifendeckel. Ja. Unsere Aufgabe im politischen Raum ist ausschließlich zurzeit die Antithese zu den geäußerten Thesen des politischen Raums. Jawohl. Egal was wäre, ob eine Seniorpartnerschaft oder eine Juniorpartnerschaft, ja. Unsere Zielsetzung muss die totale Marginalisierung der verräterischen CDU sein. Ja. Ich kenne ja einige der Politiker der CDU. Ich kenne einige. Und ja, aber auch auf der Ebene des Bundestages, nicht nur auf der Ebene im Kommunal, weil ich glaube, im Kommunal, da gibt es noch vielleicht den einen oder anderen Anständigen. Im Bereich der Mandatsträger gibt es keine Anständigen. Es kann auch nicht sein, dass ein christlich-konservativ geprägter Politiker der CDU über 15, 18 Jahre das mit sich machen lässt, mitträgt, nur unter dem Aspekt, seine Pfründe zu bewahren und sich das dann nicht vorhalten lassen will. Und ich tue das jedes Mal, wenn ich einen sehe. Ich sage, mit euch kann man nicht arbeiten, weil ihr seid charakterlich nicht geeignet. Ja. Gut, ob wir da unser Nachwuchs, vielleicht kommen wir nachher noch ein bisschen dazu. Schauen Sie, das ist doch nichts Neues, was in unseren Abläufen ist. Frankfurter Schule hatten wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Ja, wir hatten die 68er.
Aus den 68er ist der RAF-Terrorismus erwachsen. Ja, die haben das einfach mal getestet. Kann man mit Terror diese Umformatierung der Gesellschaft hinkriegen, was Adorno und Marcuse etc. gerne hätten? Hat nicht funktioniert, weil damals die Politik massiv mit ihren exekutiven Möglichkeiten, Polizei und so weiter, eingeschritten ist und wirklich die abgeräumt haben, diese Terroristen. Aber wissen Sie, was Sie vergessen haben? Sie haben vergessen, die geistigen Mittäter zu identifizieren und sie von ihren einflussreichen Stellen zu eliminieren. Dieser intellektuelle Überbau, der dann diesen Kulturmarxismus, diese Dominanzstreben um die Hegemonie im Debattenraum, das hat schon Gramsci, Antonio Gramsci, ein italienischer Kommunist im 18. und 19. Jahrhundert schon gesagt, dass man die kulturelle Dominanz erreichen muss, um das Geschehen im politischen Raum zu bestimmen. Wir haben also diese Professoren weiter wirken lassen, die eigentlich die Taten der RAF nicht für so ganz schlimm hielten. Dann haben wir die DDR, die zusammengebrochen ist, und wir haben die Wiedervereinigung gehabt. Aber was wir wieder vergessen haben, ist, alle diese Stasi- und SED-Funktionäre und ihre Untaten, gemessen an den demokratischen Forderungen, zu identifizieren, zu beschreiben und sie dafür auch zu bestrafen, sprich Funktionsverbote etc. Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin ja Kuratoriumsmitglied der Bundeszentrale für politische Bildung. Die arbeitet sehr, sehr eng zusammen mit Frau Annette Kahan. Und wenn die mit mir zusammen in irgendeinem Meeting sitzt, und ich plötzlich gegen eine Stasi-Frau, die ideologisiert ist, bis auf die Zehenspitzen, dann brauchst dich nicht wundern, wenn eine à la Kahane alle oder viele der SED-Funktionäre heute mit ihren Netzwerken in die alte westdeutsche Bundesrepublik mit Einfluss genommen haben, in Verbindung mit diesen linken, neomarxistischen Intellektuellen. Und dann kommt noch eine dritte Kategorie, das hatte ich auch mal im Bundestag gesagt, es gibt eine dritte Kategorie von Übeltätern, und das sind die Opportunisten. Gottfried Benn, das habe ich im Bundestag in Rede mal gesagt, hat in einem wunderbaren Essay mal das Zitat gebracht: Das Abendland geht nicht zugrunde an mangelnder Kultur. Das Abendland geht auch nicht zugrunde an den Totalitarismen. Das Abendland geht zugrunde am hündischen Kriechen seiner Intellektuellen vor den politischen Opportunitäten. Und wenn das die dritte Kategorie ist, die in diesem gesamten verwaltungswirtschaftlichen strukturellen Raum in der Bundesrepublik Deutschland operiert, dann brauchst du dich nicht wundern, dass wir heute an einem Stand angekommen sind, wie den, den wir zu beklagen haben. Aber ich glaube, ich komme langsam zum Schluss, weil, ach, ich könnte noch lang, aber ihr seid ja auch müde bald, oder? Was man alles erlebt, das ist ungeheuerlich. Wir haben zum Beispiel aus der Europäischen Union, bekommen wir so immer mal wieder Dokumentationen, Vorgaben, Richtlinien. Und dann bist du beispielsweise für eine solche Vorgabe, Richtlinie, bist du dann zuständig im Ausschuss und im Arbeitskreis der Fraktion. Berichterstatter nennt sich das. Ich bin dann beispielsweise eine europäische Dokumentation und audiovisuelle Medien im europäischen Raum. Das müsst ihr zuhören. Das ist eine Dokumentation mit Richtlinien und Vorgaben, die 600 Seiten englische Rechtsanwaltssprache. Und dann sage ich im Ausschuss, ich will das übersetzt haben. Ich rufe den Übersetzungsdienst an, dann sagt mir der Übersetzungsdienst,
Das hat in 17 Jahren noch nie einer verlangt. Das heißt, wie bitte? Bedeutet das, dass die Stricklesen im Ausschuss 600 Seiten Kanzlei, Englisch, verinnerlichen und durchdringen können? Ich könnte das zur Not, weil ich mit großen Konzernen gearbeitet habe. Aber es kostet mir auch ein bisschen mehr Mühe, als wenn es jetzt eine deutsche Schrift wäre. Aber nee, gibt es nicht, gibt es auch kein Budget. Dann kommt dieses gleiche Papier, kommt auf die Tagesordnung im Ausschuss Kultur und Medien. Und zwar unter dem Rubrum zur Kenntnisnahme ohne Abstimmung. Zur Kenntnisnahme. Ja, dann frage ich im Ausschuss, was bedeutet das? Was bedeutet das legalistisch und legal definitorisch? Bedeutet das, ja, der Eingang ist postalisch erfolgt? Oder bedeutet das, wir akzeptieren das, was da drin steht, in den 500 Seiten oder 600 Seiten? Also frage ich nach, auch wieder im juristischen Dienst. Und dann sagen die, na, so ganz genau gibt es da keine Definition. Das muss man sich mal reinziehen. Zig Hunderte von Dokumentationen und Vorgaben und Richtlinien aus der Europäischen Union, die sozusagen infiltriert werden in unser nationales Rechtssystem, ohne wirkliche legalistische bzw. durch die legislative kontrollierte Kraft eingeschleust, die dann im Laufe der Zeit einfach Rechtswirksamkeit erlangt. So läuft das. Also insofern, es ist nicht zu weit hergeholt, wenn ich sage, dass die Europäische Union eins der großen Hebel für die Durchsetzung genau dieser feudalistischen Politik der etablierten Politiker in Deutschland darstellt. Und zumeist zum Lasten der deutschen Bürger. Nur so ein kleines Beispiel. Ich kann Ihnen wirklich sagen, wer diese Altparteien weiter wählt, der ist kein Opfer. Der ist ein... Ja, das ist böse, ich weiß, aber der kann sich nicht mehr als Opfer darstellen. Der ist Komplize. Der ist Komplize, weil es gehört zum mündigen, aufgeklärten Bürger, der seine Souveränitätsrechte wahrnimmt, dass er sich über die Sachverhalte, so es in seinen Möglichkeiten entspricht, dass er sich über diese Sachverhalte orientiert, weil sonst ist und bleibt er Spielball der politisch Mächtigen. Und es gibt genügend Angebote, wo diese ganzen Informationen, auch das, was ich heute gesagt habe, deshalb ja auch dieses Video, wo das immer mal wieder auch transportiert wird. Ja, gerade das ist ja der Grund, warum die Europäische Union genau diese Form der Informationsvermittlung, jetzt sind wir wieder am medienpolitischen Thema, durch das Telemediengesetz, was jetzt vor kurzem durch den Bundestag wieder verabschiedet wurde, wo plötzlich die Internetplattformbetreiber zu den Kontrolleuren gemacht werden für die Rechtsgültigkeit der von dem einzelnen Bürger auf diese Plattformen platzierten Botschaften. Können die gar nicht leisten, diese Kontrollmöglichkeit. Die können nur sagen, einmal wird er angeschwärzt, dann nehmen wir es vom Netz, weil wenn wir es nicht gleich vom Netz nehmen, dann droht ihm der Staat Schadenersatzansprüche in absoluter Millionenhöhe zu. Mit anderen Worten, das kann so ein Netzbetreiber, ein YouTuber, so eine Plattform gar nicht leisten. So wird sozusagen die alternative Information- und Meinungsbildungspresse unterminiert und dann diese ganzen Hate-Speech-Geschichten und Fake-News-Geschichten etc. oder mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wie auch immer. Das heißt, auch hier ist schon wieder die Front maximal aufgerüstet, um diese alternativen Informations- und Meinungsdarstellungen eben auch zu unterbinden. Wissen Sie, meine Damen und Herren, ich komme jetzt zum Schluss, AfD hat im Grunde 6, 7 Grundpositionen immer und immer wieder darzustellen. Und zwar für Freiheit,
Das ist der absolut wesentliche. Hat Sie das schon mal gewundert, warum wir von einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sprechen und nicht von einer demokratisch-freiheitlichen Grundordnung? Weil Freiheitlichkeit der übergeordnete Begriff ist. Demokratie kann es nur in einer grundsätzlich freiheitlichen Struktur geben. Und diese Demokratie, die wir gerade momentan haben, auch mit Corona-Maßnahmen, wird sukzessive kaputt gemacht, indem ich die Freiheitsrechte zerstöre. Und das müssen die Leute endlich mal kapieren. Also, für Freiheit, dann für Recht. Ein Staat, der seine Rechtsnormen nicht mehr durchsetzt, ist ein Unrechtsstaat. Und ich kann Ihnen, das wäre die nächsten 2 Stunden Vorträge, ich kann Ihnen zig Beispiele, wo der Staat wissentlich seine Rechtsnormen nicht wahrnimmt, sondern das Unrecht akzeptiert, kann ich Ihnen 2 Stunden berichten, werde ich aber nicht tun. Für Demokratie, das ist das nächste Feld, für Nation, für Familie, für Eigentum, für Fortschritt und für Sicherheit. Alle diese Felder, die ich gerade benannt habe, haben wir mal zusammengefasst, schon vor 4 Jahren in einem sogenannten Manifest. Auf meiner Homepage, also Martin E. Renner, kann man das mal nachlesen. Das ist damals aus Zeitgründen im Bundesparteitag in Stuttgart von der Tagesordnung genommen und weil natürlich die einzelnen Ausschussleiter ein bisschen eifersüchtig waren. Wie können da 2 Leute, 3 Leute hergehen und ein Manifest kreieren? Das sind 16 Seiten, genauso wie das Buch, haben wir extra so gemacht, wie das Godesberger Programm, 16 Seiten. Aber eine politisch-philosophische, metapolitische Grundlage der AfD. Denn das, was wir in der AfD momentan haben, das ist ein detailpolitisches Additiv vieler einzelnen detailpolitischer Forderungen, die heute vielleicht sogar schon zur Hälfte vielleicht schon nicht mehr aktuell sind. Und das macht keinen Sinn. Man muss sich, und dann wissen Sie, dann würden auch solche Debatten, Flügel oder nicht Flügel, sofort aufhören können, wenn man ein solches politphilosophische Grundlagenmanifest gemeinschaftlich verabschiedet. Und wir werden das zum Bundesparteitag wieder erneut einbringen, mit genau diesen Kriterien, die ich gerade genannt habe. Wir müssen auch ein bisschen mit Gescheitheit an die Sachen drangehen und nicht nur mit Parolen, verstehen Sie, was doch der eine oder andere auch gerne tut. Wir müssen die Antithese bleiben. Und wenn wir die Antithese bleiben in einer auf uns zukommenden Welt in Deutschland, die wirklich dystopisch zu werden nicht verspricht, sondern uns bedroht. Wir werden Wirtschaftszusammenbruch wirklich historischen Ausmaßes haben. Wir werden Bankenzusammenbrüche haben. Wir werden möglicherweise die Euro-Währung zusammencrashen sehen und daraus resultiert eine extreme Hyperinflation. Daraus wird wirklich die weitergehende, wie heute schon, die weitergehende Enteignung der werteschaffenden Milieus stattfinden, beispielsweise über Zwangshypotheken auf als Steuerbeitrag, sogenannten Lastenausgleich, weil eben jetzt das Schlimme passiert ist. Und da ist ja nicht die Politik dran schuld, da ist ja Corona dran schuld, verstehen Sie? Genau das ist das perfide Spiel. Ich höre jetzt aber wirklich auf. Erstens, weil wir eine rauchen müssen. Und zweitens, weil... Weil es dann auch reicht. Pass auf, ich ende immer mit meinem Lieblingsliteraten Friedrich Hölderlin. Ich komme ja aus Reutlingen, Tübingen, habe in Tübingen auch studiert. Und Friedrich Hölderlin hat so in einem Flusshaus gewohnt. Er war Gast eines Schreiners, weil der Hölderlin die Gnade hatte, dem Wahn anheimgefallen zu sein. Zeitweise.
Und er hatte sehr, sehr lichte Momente und da hat er dann schöne Elegien und Hymnen geschrieben, unter anderem Patmos oder Hyperion. Lies das alles mal durch. Jetzt zum Beispiel das Thema Sprache und Veränderung unserer Sprache, Gendergaga, XX und so weiter. Da sind wir jetzt gar nicht drauf gekommen, aber auch das ist natürlich ein Teil der Zerstörung. Und Friedrich Hölderlin ist sozusagen der absolute Meister unserer Sprache. Ist schon ein Weilchen her, aber der hat ihn Patmos, seinen Hauptdarsteller, sagen lassen, wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Und das Rettende, meine Damen und Herren, das ist die Liebe zum eigenen. Das Rettende ist konservative Werte behalten wollen. Das Rettende ist auch Patriotismus. Und das Rettende ist, und das ist das eigentlich Erste, freiheitlich denken und fühlen. Und genau diese drei, vier Elemente, das ist der Raison d'être, der Daseinsgrund der Alternative für Deutschland. Dankeschön. Vielen Dank, Rainer. Das war ein sehr toller Vortrag, auch nicht langweilig gewesen. Also ich danke Ihnen von allen Herzen. Wir haben noch ein kleines Präsent für Sie besorgt. Dankeschön. Danke schön.